Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen echten Oldtimer zu sehen, eine echte Rarität, eine Enercon E33 hier im Schwarzwald. Ich bin in der Nähe von Freiburg unterwegs, genauer gesagt Breitenau. Und hier steht eine der ersten Windenergieanlagen Baden-Württembergs, diese Enercon E33 hier, erbaut 1992. Krass, sie ist sogar älter als ich. Ja, ich war im Sommer schon mal hier mit dem Mountainbike. Da stand die Anlage leider. Und die Anzeige war auch komplett tot. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass die Anlage wohl nicht mehr läuft oder kaputt ist. Ja, aber man sieht sie von einigen Punkten aus Freiburg. Und da habe ich gesehen, dass sie wieder läuft. Und da dachte ich, ja, ich muss unbedingt mal hierher kommen. Weil das eine echte Rarität ist. Ja, heute ist der 13. Oktober, es ist schon nach 18 Uhr, also die Sonne geht demnächst auch schon unter, aber ich dachte, ich komme hier noch schnell vorbei. Ja, echt krass die Anlage, also wenn man die mal mit den heutigen Enercon-Anlagen vergleicht, mit dem eiförmigen Gondel und vor allem getriebelos. Es ist echt spannend, mal so die Anfänge von Enercon hier zu sehen. Die Anlage hat nämlich noch ein Getriebe. Die macht echt ganz schön laut. Ich werde mich gleich mal drunter stellen, dann hört ihr es. Und auch die Größe des Maschinenhauses im Verhältnis zu den Flügeln ist echt verrückt. Und die hat auch einen ziemlich kleinen Turm. Ich glaube, der hat so 32 Meter. Echt geil, dass hier versteckt so eine Anlage noch steht, wo man mal so die Anfänge der Windenergie sehen kann. Ja, wenn ich hier rüberschwenke, sieht man sogar bis nach Freiburg. Hier hinten sieht man die 4E66, die man überall von Freiburg aus sieht, auf dem Rosskopf. Hier sieht man auch schön die Tagesbefeuerung. Da werde ich auch mal noch ein Video drüber machen, über die Windräder in der Nähe von Freiburg. Ja, ich laufe jetzt mal zur Anlage hin. So, ich stehe jetzt hier direkt unter der Anlage. Die Flügel sind echt zum Greifen nah bei diesem Miniturm. Der Turm ist auch komplett aus Beton. Da muss man auch noch von außen hochgehen. Ja, Stahltürme hat man daher damals noch nicht so verwendet. Und dann ist hier oben diese Plattform, von der es dann ins Maschinenhaus geht. Das ist auch witzig, wenn das Maschinenhaus sich dreht in den Wind, meint man gerade, das fällt jeden Moment auseinander. Das ist echt nur so eine Blechabdeckung. Und das rattert und knarzt echt ganz schön, wenn die sich in den Wind dreht. Ist echt witzig. Aber echt sehr cool, wie das Design damals aussah. Echt voll der Kasten und so voll die Pinocchio-Nase. Klar, das Getriebe muss halt irgendwo reinpassen. Das entfällt heute halt jetzt komplett. Schön gemächlich dreht sie sich heute Abend. Ist eigentlich relativ windstill. So eine geile Anlage. Ein echter Oldtimer. Cool, dass es so Anlagen überhaupt noch gibt. So, hier ist diese Anzeige, wo normalerweise die Drehzahl und die Stromproduktion angezeigt wird. Ja, die war beim letzten Mal auch schon tot. Hier oben steht auch nochmal Windkraftanlage Breitenau Howard. Howard, so heißt der Berg hier. Das ist krass, die Anlage steht auf über 1000 Metern. Das ist auch echt beeindruckend. Ein kleiner Rekord. Und ja, hier sieht man
dann nochmal so ein paar technische Daten. In der Conny 33, Leistung 280 kW, Rotordurchmesser 33 Meter, Armaturenhöhe 34 Meter. Inbetriebnahme 26. Mai 1992. Das ist echt krass. Ja, vielleicht produziert die Anlage wirklich keinen Strom mehr, vielleicht läuft sie einfach nur noch so. Vielleicht ist man nicht mehr auf sie angewiesen, aber ich finde es trotzdem cool, dass sie noch läuft. Ja, vielleicht will der Betreiber sie einfach gerne noch ein bisschen laufen lassen, bis sie dann endgültig auseinanderfällt. Warum nicht? So, hier sieht man die Anlage nochmal von etwas weiter oben. Die liegt hier so etwas im Tal. Hier im Hintergrund sieht man den höchsten Berg des Schwarzwaldes, der Feldberg, 1500 Meter hoch. Da liegt sogar noch ein bisschen Schnee. Müsste eigentlich noch Schnee vom letzten Jahr sein. Neuschnee glaube ich jetzt eher nicht. Aber so auf der Nordflanke hält sich der Schnee vom letzten Jahr eigentlich noch relativ lange. Ja, hier nochmal ein sehr schöner Blick auf den Schwarzwald. Hier unten im Tal liegt Breitnau. Sehr idyllisch gelegen, zu dem die Anlage gehört. Ja, und hier um die Anlage drumherum stehen überall Bauernhöfe. Also die Anlage steht relativ nah zur nächsten Bebauung. Deshalb halte ich auch ein Repowering hier für sehr unwahrscheinlich. Wenn man jetzt mal so die Dimensionen vergleicht, die Anlage hat jetzt eine Gesamthöhe von 47,5 Meter. Wenn man das jetzt mit den Dimensionen von den neuen Anlagen vergleicht, das ist ja ein Rotorblatt schon 70 bis 80 Meter lang. Glaube ich nicht, dass da ein Repowering überhaupt genehmigt werden würde. Ich meine, die Akzeptanz für die Anlage ist jetzt mit Sicherheit da, aber wenn man jetzt hier eine E138 zum Beispiel hinstellen würde, ich glaube nicht, dass es erstens gesellschaftlich akzeptiert werden würde, als auch eine Genehmigung hier bekommen würde für eine größere Anlage. Mein Repowering, ja, da werden einem heutzutage so viel Steine in den Weg gelegt, auch was Artenschutz angeht. Ja, deshalb finde ich das für unwahrscheinlich. Ja, Platz genug. Ich meine, weiter weg gäbe es schon noch Platz hier. Auch mit einer Anlage mit größerem Abstand zu der Bebauung hinzustellen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, die lassen die Anlage hier stehen, bis sie auseinanderfällt. Und dann wird sie irgendwann abgebaut. Ja, aber jedenfalls geil, dass sie hier noch läuft, auch wenn sie vielleicht keinen Strom mehr produziert. Aber das ist echt so, ja, echt ein Denkmal. So an frühere Zeiten zu Beginn der Windkraft. Kriegt man heute nicht mehr so oft zu sehen. Die Anlagen verschwinden nach und nach, werden repowered. Und dann sieht man irgendwann gar keine mehr. Deshalb finde ich es richtig toll, dass die Anlage hier noch steht. Ja, dann war es das auch hier von dem Video. Ich wollte euch die Anlage einfach gerne mal zeigen, dass sie hier in der Nähe steht. Weil sie echt ein echtes Unikat ist. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer über Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst es euch gut gehen. Bis dann.